Heute beginne ich mit Frauen. Angela Merkel hat sich geäußert. Sie trat auf im Berliner Ensemble. Ich möchte sagen, oh Gott, was hätte Brecht gedacht? Oder selbst Heiner Müller? Die ARD emotionalisiert, sie sei sichtlich betroffen von Russlands Krieg. Außenpolitische Fehler will sie aber nicht erkennen. Über US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 hat sich Merkel geärgert, ergänzt die dpa. Und der Tagesspiegel werde mich nicht entschuldigen. Grund ihres Auftritts übrigens eine Buchveröffentlichung. Dieses Buch enthält 3 Reden von Merkel. Aber noch viel mehr, Frau. Außenministerin Baerbock ist bei ihrem Besuch in Pakistan positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Tagesspiegel berichtet, dass sie trotzdem heute nach Berlin reisen will. Laut Auswärtigem Amt besteht im Flugzeug die Möglichkeit zur Isolation. Kann man nur kommentieren mit: Die wirklichen Quarantäneregeln gelten für den Pöbel. Die Elite kann immer isoliert werden. Vielleicht auch im Ballsaal. Aber noch eine weitere Frau. Dagmar Henn. Deutsche Politikerin und Autorin. Ab 2008 Stadträtin der Partei Die Linke in München. Später DKP, Mitglied des Parteivorstandes. Sehr gute Texte schrieb sie immer wieder für Russia Today. Jetzt hat sie Deutschland verlassen. Dazu formuliert sich unser Kollege Jürgen Eger aus. Dagmar Henn verabschiedet sich. Sie will außer Landes gehen, lese ich. Ich bin neidisch, dass sie es kann. Sie ist eine wunderbare politische Autorin und postet mit Datum vom 20.05.22 folgenden wunderbaren Gedanken. Zitat: Das, was augenblicklich gegen Russland vorgetragen wird, wäre nicht möglich, wenn man sich der Tatsache bewusst wäre, dass der größte Sieg der Roten Armee darin bestand, keine Rache geübt zu haben für über 1000 zerstörte Städte, für 4 Jahre erbitterten Kampfes, für die Abermillionen Opfer der deutschen Besatzung. Es ist dieser Sieg, diese verschwiegene Tatsache, die den Triumph der Roten Armee im wahrsten Sinne zu einem Sieg der Menschheit gemacht hatte und die gleichzeitig dazu führt, dass jede Schmälerung dieser Leistung zugleich eine Abkehr von der Menschlichkeit selbst ist. Zitat Ende. Der Artikel ist allerdings nicht gezeichnet, Argumente und Stilistik kennzeichnen aber diesen Text und seine Autoren. Und noch eine weitere Frau. Sie spielte schon in den vergangenen 2 Tagen eine Rolle, Ulrike Gero. Für sie ein Zitat der deutschen Politikwissenschaftlerin und Publizistin. Dies wurde dem US-amerikanischen Nachrichtendienst Twitter entnommen, also Zwitscher, um der Amtssprache treu zu bleiben. Zitat der Professorin: In der Corona-Krise will man um jeden Preis Leben retten und opfert dafür die Freiheit. Im Ukraine-Krieg will man um jeden Preis die Freiheit retten und opfert dafür Leben. In beiden Krisen gilt als moralisches Verhalten, Andersmeinenden die Moral abzusprechen. Die Kurznachrichten für den 8. Juni 2022. Gerne sage ich nochmal Ulrike Gero. Das in den letzten 2 Tagen mitbetonte U bitte ich zu entschuldigen, meine Französischkenntnisse liegen exakt bei 0. Wie gestern weitergegeben, trat Gero bei Infrarotmedien auf. Ich nahm das zum Anlass, mich noch einmal durch das aktuelle Angebot des Senders zu arbeiten. Wie gestern schon erwähnt, wird Infrarotmedien nicht zu meinen Hauptinformationsquellen werden. Mir mangelt es hier und da an stabilen Quellen, die ich gerne auch weitergebe, um mögliche Argumentationsketten ihrerseits abzustützen. Im Fall des Kommentars nicht zwingend erforderlich. 2 Kommentare von Ivan Rodionov möchte ich heute in die Sendung nehmen. Wie gestern schon gesagt, er war beim Spiegel, er war beim ZDF und lange Zeit bei Russia Today. Im vergangenen Sommer machte er sich mit Infrarot selbstständig. Die Gründe für seine Motivation kenne ich nicht. Immerhin berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Exakt von der Firma Infrarot Medien UG, die am 20. August 2021 gegründet wurde und im Handelsregister in Berlin geführt wird. Geschäftsführer Ivan Rodionov. Neben ihm auch Jens Zimmer und Arthur Buchholz. Auch diese waren für Russia Today tätig. Laut Kanalbeschreibung wollen sie denen nützen, denen der Mainstream-Meinungstunnel zu eng ist. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung stellt fest, die Beiträge von Rodionov haben einen seriösen Anstrich, während Zimmer und Buchholz im Podcast ohne großen Aufwand und Struktur Politiker anhand pauschalisierter Einzelaussagen ins Lächerliche ziehen. So ähnlich würde ich das auch einschätzen, daher halte ich einen gewissen Abstand zu diesem Angebot. Neben diesen
Im Beitrag befriedigend recherchierten Angaben gebe ich abschließend noch die Überschrift preis. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung titelte Tummelplatz für Putin-Fans. Soweit, so brüllend. Aber hören wir jetzt Ivan Rodionow hier zur Aufgabe des Azov-Bataillons im Werk Azovstal. Was war dein Auftrag? Wartung, Instandhaltung und Betanken der Technik. Welcher Technik? Spähwagen, Radpanzer, Mannschaftstransporter. Ich bin Kommandeur der Instandsetzungskompanie des Azov-Regiments. Es gab keine weiteren Kräfte außer mir in der Werkstatt. Ich habe praktisch nur die Fahrtenbücher geführt. Es gibt wohl keine andere Spezialeinheit in keiner Armee der Welt, die so viele Köche, Mechaniker und Sanitäter beschäftigt, wie das berüchtigte oder je nach Sichtweise mythenumrankte Azov-Regiment. Als übermenschliche Tötungsmaschinen, die ungesehen aus dem Nebel hervortreten und hinter einer Feuerwalze verschwinden und dem Feind ihre tödlichen Geschenke überbringen, beschreibt es sich im eigenen Werbevideo. Als unscheinbare Versorgungshilfskräfte weisen sich die Azov-Leute bei der Kapitulation aus. Zuvor haben sie allerdings alle Handys, Festplatten und sonstige Datenträger in ihrem Bunker vorsorglich verbrannt, um es dem kommenden Kriegsverbrechertribunal nicht zu leicht zu machen. Dass es auf eins hinausläuft, muss ihnen klar gewesen sein. Zu massiv sind die Beweise, vor allem die Zeugenberichte der Einwohner von Mariupol, die in dieser Dichte Wut und Bitterkeit kaum konstruiert sein können. Der Azov-Kommandeur Denis Prokopenko, Kampfname Redis, Radieschen auf Deutsch, musste von den russischen Spezialkräften in einem gepanzerten Fahrzeug abtransportiert werden, meldete das Verteidigungsministerium in Moskau, um spontaner Selbstjustiz der Einwohner zu entkommen. In seinem letzten Video aus den Katakomben sprach Redis von der Einstellung des Widerstands. Das Oberkommando hat den Befehl erteilt, die Verteidigung der Stadt aufzugeben, um das Leben und die Gesundheit der Garnison zu schonen. Der Verteidigungsring war zu dem Zeitpunkt zwar auf das Bunker- und Tunnelsystem unter dem Stahlwerk Azovstal geschrumpft, doch das auf einen Atomkrieg ausgelegte, weit verzweigte, unterirdische Bauwerk reicht 5 Etagen in die Tiefe und bietet sehr wohl dauerhaften, sicheren Schutz. Dazu besaß Azov immer noch intaktes schweres Gerät. Die russische Armee hat nach eigenen Angaben 4 Haubitzen, 4 schwere Mörser, 2 Raketenwerfer und 2 Panzer aus Azovstal erbeutet, die wohlbehalten den wochenlangen Beschuss überstanden haben. Alles vollauf munitioniert. Gegen eine katastrophale Versorgungsnot spricht eine im Kommandounterstand hinterlassene geöffnete Kaviardose. Ein intakter Stromgenerator, stabile Internetverbindung über Starlink und eine kampffähige Rumpftruppe immerhin in der Stärke einer halben Brigade nach russischen Angaben sind 2439 ukrainische Kombattanten aus Azovstal in die Gefangenschaft gegangen. Und vor allem die großkotzige Bravade der Kommandeure und der stets beschworene Helden- und Totenkult auf dem alten Mist der NS-Esoterik. Ein zweiter aktueller Beitrag von Rodionow befasst sich mit der aktuellen militärischen Situation. Seit Wochen bedrängt der ukrainische Generalstab und der Oberkommandeur Valery Saluzhny den Oberbefehlshaber Zelensky mit der Aufforderung, die Truppen aus dem Raum Severodonetsk-Lysychansk abzuziehen, um der drohenden Einkesselung zu entkommen. Nach dem Kessel von Mariupol, in dem 2 kampfstärkste ukrainische Verbände untergegangen sind, die Kerntruppe des Azov-Regiments und die 36. Marineinfanteriebrigade, zeichnet sich der nächste Schlag ab. Im Dreieck Severodonetsk-Lysychansk-Rubezhne, das den wichtigsten Schwerpunkt der ukrainischen Verteidigung im Donbass bildet, schließt sich langsam die Lücke. Zuerst ging Rubezhne verloren und mit dem Frontdurchbruch bei Popasne im Süden und der Einnahme von Krasny Liman im Nordwesten wird einem neuen Kessel langsam ein Deckel aufgesetzt. Oder mehreren kleineren Kesseln, in denen insgesamt zwischen 10.000 und 15.000 ukrainische Soldaten eingeschlossen würden. Es sind Reste 4er Brigaden. Diese waren ursprünglich mit Berufs- und Zeitsoldaten besetzt. Viele mit Einsatzerfahrung im Bürgerkrieg seit 2014. Tiefere Informationen über alternative Medien lesen Sie auf Psiram. Wikipedia lässt uns wissen, eine der Skeptikerbewegung nahestehende Webseite.
Sie nennt sich Verbraucherschutzseite. Sie richtet sich gegen Pseudowissenschaft, Esoterik und Verschwörungstheorien. Betreiber sowie Autoren der Webseite sind anonym. Bereits hier würde ich, der immer zuerst nach dem Impressum schaut, Distance empfehlen. Dennoch ist die Seite auf dem aktuellsten Stand. Geben Sie Infrarotmedien ein, finden Sie bereits Ulrike Gero. Interviewt wurde diese von einer Paula Popescu, eine aus Rumänien stammende Sängerin, einst bei der Humanistischen Friedenspartei. Auf ihrer eigenen Seite sehen Sie sie an der Seite von Dr. Daniele Ganzer, aber auch an der Seite von Norbert Hering, den sie für Russia Today interviewte. Hering vom Handelsblatt hat auch kein alternatives Medium ausgelassen, steht aber noch nicht im Kreuzfeuer der Kritik. Interessant die Seite zu Infrarotmedien. Dieser Kanal kann dem Spektrum der staatlichen russischen Propagandamedien zugeordnet werden. Chefredakteur ist der Russe, Ivan Rodionov. Hervorgehoben, der Russe als Merkmal. Wofür? Als Untermensch? Wenn ich lese, der Russe, Ivan Rodionov, muss ich denken an den Film Nackt unter Wölfen, den DEFA-Film von Frank Beyer. Dort brüllte Herbert Köfer als SS-Mann, wo ist das polnische Schwein? Exakt diese Sprache sehe ich hier. Drum empfehle ich Psiram nicht weiter. Gerne aber einen Gastbeitrag von Tatjana Stanowaja über Wladimir Putin. Dieser findet sich beim Spiegel. Übertitelt: bei diesen 5 Annahmen über Putin liegt der Westen falsch. Der Artikel behandelt die erhebliche Diskrepanz zwischen der Sichtweise externer Beobachter und der Sichtweise des Kreml auf die Ereignisse. Ein paar Zitate. Annahme 1. Putin weiß, dass er verlieren wird. Darauf Stanowaja: diese Annahme beruht auf dem Irrtum, dass Russlands Hauptziel darin besteht, die Kontrolle über weite Teile der Ukraine zu erlangen. Sie befasst sich mit der Annahme, dass die politische Lage in Russland so wäre, dass Putin bald einen Putsch drohen könnte. Das Gegenteil ist ihrer Meinung nach der Fall. Auch die westliche Annahme, Putin hätte Angst vor Antikriegsprotesten. Sie schreibt, in Wahrheit fürchtet er eher Pro-Kriegsproteste. Putin muss sich mit dem Eifer vieler Russen auseinandersetzen, die jene vernichten wollen, die sie als ukrainische Nazis bezeichnen. Hier lese ich viele Dinge, die ich selbst seit Jahren predige. Da Sie mich schlecht zitieren können, können Sie hier den Spiegel zitieren. Tatjana Stanowaja. Der ukrainische Präsident Zelensky hat ein neues Informationssystem zu Kriegsverbrechen angekündigt. Sicher nicht beidseitig. Es jubiliert die ARD. Die Reparaturarbeiten an Russlands einzigen Flugzeugträger verzögern sich einem Medienbericht zufolge weiter. Mehr als 1000 ukrainische Kriegsgefangene sind mittlerweile nach Russland gebracht worden. Die Weltbank bewilligt weitere 1,5 Milliarden Dollar für die Ukraine. Der ORF berichtet, in der von russischen Truppen besetzten, viele Videos lassen auch ahnen, befreiten südukrainischen Stadt Melitopol planen die dortigen Machthaber, also die Stadtverwaltung offenbar, nach eigenen Angaben weiter den Beitritt zu Russland. Die Vorbereitungen für ein Referendum haben begonnen. Weitere 5 Menschen wurden verletzt in der Donetsker Volksrepublik beschossen durch die Ukraine. Das Ministerium für Staatssicherheit der Luhansker Volksrepublik hat mitgeteilt, dass es in einem Stützpunkt der Nazi-Gruppierung Pravi Sektor, rechter Sektor, Dokumente und Ausrüstung der OSZE-Mission gefunden habe. Der Fernseh- und Rundfunkrat der Republik Moldau hat den russischen Fernsehsender NTV mit einer Geldstrafe belegt, weil er den 9. Mai in seinem Programm als Tag des Sieges im großen Vaterländischen Krieg und nicht als Tag des Zweiten Weltkriegs dargestellt hatte. Na, immerhin dürfen sie dort noch senden. Haben Sie Lust, mit mir Schenkel zu klopfen? Ein Witz, der derzeit in Russland die Runde macht, mit viel Selbstironie. Worum sorgt sich der Westen? Russland und die Donbass-Republiken sind ausschließlich ein reines Verteidigungsbündnis. Es gibt keinen Grund zur Sorge, selbst wenn sich dieses Bündnis nach Westen ausbreitet. Der Westen bekommt andere Probleme. Der Spiegel schreibt über die deutsche Industrie, die Aufträge gehen überraschend zurück. Bundeskanzler Olaf Scholz war in Litauen zu Besuch. Dort verteidigt er die deutsche Haltung zu Waffenlieferungen an die Ukraine. Zitat aus der Welt: niemand liefert in ähnlich großem Umfang wie Deutschland das tut. Die ARD schreibt, Tausende aus der Ukraine Geflüchtete sind wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Zur Medizin. Die ARD lässt uns wissen, die Affenpocken sind in Deutschland bisher in 9 Bundesländern registriert worden. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, wurden 80 Fälle erfasst. Die Symptome sind weiterhin mild. Bei solchen Artikeln stelle ich mir vor, wie man vor 10 Jahren über einen eingewachsenen Fußnagel berichtet hätte. Schauen wir auf die Inzidenz. Deutschland 238,1, Österreich 220. Die Berliner Zeitung berichtet von Klagen gegen die Bundeswehr. Es gibt Offiziere, die jede Corona-Impfung ablehnen. Begründung: die Impfstoffe seien nicht ausreichend erforscht. So der eine Oberstleutnant
Der andere Oberstleutnant spricht von experimentellen Injektionen. Sein Vertrauen sei wegen der raschen Zulassung der Impfstoffe zerstört. Und weiter, ich war mit Corona infiziert, ich sehe keinen Sinn in der Impfung. Ein Soldat, der nach Sinn fragt. Ein merkwürdiger Vorgang. Bleiben wir bei der Berliner Zeitung. Der PISA-Chef und OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher zu Schulschließungen. Das darf sich nie wiederholen. Noch ein bisschen Gossip. Der Berliner Kurier spekuliert über Papst Franziskus. Ist er auf dem Weg in den Ruhestand? Der 85-Jährige habe Gesundheitsprobleme. Dieser hat nicht der US-amerikanische Rapper Trouble. Der wurde im Alter von 34 Jahren erschossen. Ich meine, er hat sich keinen klugen Namen gewählt. Begeistert wird berichtet über Mick Jagger. Der spielte mit den Rolling Stones auf zum Tanz. Ich lese, Mick Jagger 78 genießt eine Maß Bier in München. Ein Clip auf Instagram zeigt, wie der Musiker mit seinem Bier anstößt. Prost München, schrieb er dazu. Das Ganze am Pfingstsonntag, vor dem Konzert. Man lässt uns wissen, mit einem lässigen Strohhut schlenderte er durch die bayerische Hauptstadt. Berichte dieser Art zeigen uns eine der Funktionsweisen der Popkultur. Sie erinnern an die Bravo 1964, jetzt gerichtet an Rockfans, wahlweise Ü oder U 80. Heute freundlich im Tagesverlauf aus Westen, dichte Wolken mit Regenschauern und einzelnen Gewittern. Freundlich bleibt es im Osten. Dort kommen die Wolken morgen an. Die weiteren Tage durchwachsen. Alternative Music.